Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, ich bin, hab den Part gestartet, bin da runtergekommen, da oben war, haben wir ausgelockt, bin dann gestorben, bin wieder aufgewacht, also im Bett, muss das Bett zwar abbauen, weil wir so wenig Platz hatten, kamen wir nicht durch, bin ich wieder hier runter und dann waren hier ungefähr 3 Skelette und 2 Hexen. Tja, bin ich nochmals gestorben und ja, als ich wieder die Item holen wollte, stürzte Minecraft ab. Wieder etwas von Misskraft. Ich muss schauen, dass ich das unter Kontrolle bekomme. Also weiß ich, was ich machen soll. Sonst müssen wir dann auch rausnehmen, haben wir keine Welten für später. Aber ja, es ist extrem schwer und wir müssen jetzt vorsichtig sein, vorsichtig vorbauen. Es spawnen so viele Monster auf einmal. Das ist gigantisch, also da kommt man fast nicht vorwärts. Nun gut. Wir müssen aber hier irgendwo Diamanten suchen. Sonst schaffen wir gar nichts. Da ist ein Skelett. Die Skelette können mega gut. Seht ihr? Die treffen extremst. Ich hab nicht mal geschaut. Was ist denn los? Da ist eine Hardcore-Modifikation drin, die die Monster vor allem der Spawn größer macht. Das ist heftig. Einfach nur heftig. Man hört überall Monster. Ja, da haben wir etwas zu knacken. Da haben wir richtig etwas zu büffeln. Nun gut. Es ging alles so extrem schnell. Weil ein Creeper kann euch schon extrem viel Schaden hinzufügen. Dann noch die Zombies, die, ja, die Zombies, die so oft kommen. Aber, vor allem die, Hexen. Genau. Und die Skelette. Die sind einfach am schwersten. Ein Enderman sogar noch. Erstmal Sachen wegwerfen. So. Macht mir Angst. Habe ich euch nicht schon wieder schon leise gemacht? Muss ich euch schon wieder leise machen? Extrem, wie laut die sind. Ja. Muss ich euch auf 40% machen. Das ist so laut. Im Video wird es wahrscheinlich nicht so laut sein. Da haben wir Diamanten. Schön. So, jetzt kann ich noch kurz die Death Points wegmachen. So. Also ihr seht auf der Map, wie viele Monster hier sind. Vor allem Skelette. Das ist so extrem. Es ist schon normal, dass Monster spawnen viele, vor allem im Singleplayer, wenn niemand da ist, die Dinge aufteilen können, die Spawnrods. Aber, dass es so extrem ist, ich will doch nur in Ruhe ein Ding starten, ein Park. So, ging gerade mal noch gut. So. Ah, das wird noch ein Heidenspaß machen. Wir hätten uns schon richtig viel in Gefahr bringen. Eine große Herausforderung bieten. Und so viele Monster auf einmal spawnen. Also plötzlich sind die da gewesen. Auf der Map war fast nichts sichtbar. Plötzlich sind alle da gewesen. Ja, die Höhlen sind halt sehr verzweigt sozusagen und das macht schon die Spawns eigentlich, wenn man von jeder Seite irgendwo ein Monster kommt. Nun gut. Wir sind ja auch noch schwach. So.
allerhand Material zum Mitnehmen. So, oder? Ein bisschen Kohle. Ja, Kohle ist wichtig. So, Ding. Minecraft Profiling beendet. Es kann sein, dass am Anfang einfach bis die ganze Zeit das Mistkraftzeugs. Ich weiß nicht, für was das nötig ist, aber irgendwie muss es am Anfang alles so ein bisschen einstufen. Und das macht natürlich extrem viel aus, dass es dann Minecraft crasht oder so. Ist nicht so schön. Gar nicht schön. Aber eben die Mods werden irgendwie verrückter. Da kann man leider nichts machen. Also wir haben 4. Eine Spitzhacke liegt drin. Wollen wir noch mehr suchen? Wir sind hier auf 13. Ah, da haben wir schon. Cool. Dann gehen wir wieder nach oben. Und machen wieder das, was wir ja in der letzten Welt gemacht haben. So, noch das Gold mitnehmen, weil das so schön glitzert hier. Wenn man es anvisiert, leuchtet es irgendwie so. Finde ich nice. Gut gemacht. So. Jetzt müssen wir schauen, wie wir wieder nach oben kommen. Ob es hierdurch eher besser ist. Ja, genau. Haben wir eine Abkürzung gemacht. Und jetzt. Wow. Komme ich einfach nicht vorwärts. Gut, dann müssen wir nach oben hier. Hier ist ja die Schlucht, die wir Ende des letzten Parts gefunden haben. Boah, das Gold hier. Wow. Die explodieren. Also zum Glück habe ich Ding, Mobgriffing ausgemacht. In einem Modpack, da das noch anzuhaben, dass alles explodiert, ist zu viel. Das ist ja Wahnsinn. Eine mega Herausforderung, wenn da überall Creeper um die Ecken spawnen und dann auf uns zukommen. So, wow, wieder Junk her. Toll. Finde ich den toll. So. Also eben das Bett war ein bisschen falsch hier. Da ist man immer hier hinten gespawnt und hat dann ja sozusagen ja den Weg versperrt, wenn man spawnt, hat man keine Werkzeuge, nichts, kann man auch nichts abbauen aus das Bett. Und deshalb ja, muss ich das Bett auch noch abbauen. So, ja, Schere brauche ich momentan nicht. 8 Diamanten haben wir. Boah. So. Als Eisen. Machen wir jetzt mal ein bisschen Schutz. Ja, reicht nicht. Wir müssen eine Spitzhacke machen und ein Eisenschwert. So. Und dann noch eine Diamantspitzhacke für Obsidian. Was wir eigentlich, ja, schon haben gefunden. Also gemacht. So. Ja, dann gehen wir zuerst mal nach oben schauen. Ja, es ist Tag. Gut. Da oben ist der Garten, genau. Wir brauchen ein bisschen Essen. Hallo. So. Das können wir wieder so ernten. Die nicht. Kommt immer auf den Mod drauf an. Welcher Mod es denn ist. Die möchte ich weiter anpflanzen. So. Das Gerste
So. Ja, es ist morgen. Wir machen das so. Wir machen Zäune. Sodele. Wie viel machen wir? 40. Okay. Hier oben. Es ist halt nicht so flach hier oben, aber wir müssen es hier oben machen. Nein, wir brauchen schnell Leder für die Bücherregale. Bisschen zu laut im Allgemeinen. So. Gut, dann machen wir hier mal. Kuhgehege. Ah, die blöden Schmetterlinge. So. Hier machen wir nochmal auf. Gut. Und hier machen wir dann das Hühnergehege oder so. Dann holen wir mal die Kühe. Können wir recht viele Kühe auf einmal? Ja, die da drüben holen wir nicht, aber die holen wir noch. Viel besser als das letzte Mal Kuh holen. Das war ja mega schlimm. Ja, nehmen wir mal die vier. Mehr sollen wir nicht auf einmal. Und lassen wir das bei vier. Ich mag es, wenn noch ein paar Kühe in der Freiheit sind. Bei vier gibt es schon zwei Junge, da haben wir sechs. Und dann geht alles viel schneller. Ja. Können wir das noch benutzen? Ja. Gut. Wir haben nämlich nur eins bekommen. Ah, der Rest haben wir hier verwendet. Nein, Kuh, geh wieder rein. Ach, Mann, oh. Okay. Wir brauchen mehr Weizen. Das muss jetzt zuerst auch wachsen. Da Weizenkörner. So. Geht doch weg, ihr blöden Grillen. Haut ab. Ihr macht alles kaputt. So, wir müssen dann den Garten natürlich zumachen. Potato nicht. Baumwolle will ich noch. So. Gut. Ja, da gehen wir nach Hause. Schlafen, ja, noch nicht. Seht immer noch so komisch dunkel, zu dunkel für mich. Dreißig, gut. Also. Jetzt wollte ich noch die Dinge machen. Die Teppiche. Ja. Gleich sechs. Und da haben wir noch Weizen. So. Gehen wir wieder nach oben.
Also, hier. Und dann dort drüben. Komm, hier rein. Komm, Kuh. Nicht ihr raus, sie rein. Oh, sind die dumm. Wer hat die KI erfunden von der Kühe? Von allgemein jedem Tier. Nur die Mobs sind intelligent genug. Ah. So, jetzt. Ach, kommt schon. Alles voll. Jetzt haben wir alle wieder zusammen. Jetzt können wir nochmals züchten. So. Jetzt haben wir zwei Junge. Ja. Super. Also hier auch. Und hier. Ja. So. Ja, das braucht einige Zeit, bis es wächst, natürlich. Müssen wir noch warten. Dann können wir erst Essen pflücken. So, hier auch anpflanzen. Hier können wir noch eins anpflanzen und die zwei hier hinlegen. So. Hier. Und hier. Sehr schön. Da bekommen wir sehr viel Zucker dann über. Ja, nicht rauswerfen. Okay, haben wir das. Dann gehen wir wieder unterirdisch. Zuerst kurz nochmals hier rein. Wir haben doch da, ja genau. So, die Karotten. Was wollte ich noch? Etwas wollte ich noch nehmen. Mir fällt es gar nicht ein. Dann gehen wir wieder runter zum Obsidian. Noch kurz essen. So, Dele. Oh nein, nicht Blutmoon, bitte. Oh. Oh je. Okay. Dann verschiebt sich das schon mal. Dann graben wir einfach hier rein und suchen nach Diamanten. So, Dele. Das Kohlezeugs ab. Schauen kurz auf die Uhr. Ja, dann beende ich jedenfalls.